Freunde des Wurstmachens. Ich bin jetzt mal in meinem Garten. Das heißt, man hat mich also angesprochen, Info gegeben, ich soll mal ein Video machen über das Heißräuchern. Wie ich das mache, was ich für einen Ofen habe und so weiter. Also, ein Wunsch, will ich nicht sagen, ist mir Befehl, aber ich will das gerne umsetzen. Ich zeige euch erstmal, was für einen Ofen ich habe. Und dann werde ich heute Frankfurter Würstchen und diese österreichischen Käsebockwurst machen, die Käsekreiner. Und dann schauen wir mal, wie das so, Ganze schaut her. Das ist also hier jetzt mein Räucherofen. Der ist nicht besonders groß, aber reicht voll und ganz aus. Ich habe hier unten eine Elektroschnecke drin. Sage jetzt so etwas Ähnliches wie beim Elektrogrill. Dann habe ich mir hier ein Zwischenbrett gemacht. Und hier habe ich dann ein Steuergerät. Das heißt, da kann ich also die Heizung so einstellen, dass sie zwischen 75 und 80 Grad ist. Also nicht heißer, aber zwischen 75 und 80 Grad. Und den Rauch, den mache ich ja mit meinem Rauchwasserzeuger. Ja, hier ist das drin und wenn das die Gradzahl erreicht hat, ich brauche das denn hier bloß anmachen. Dann heizt der, das mache ich jetzt noch nicht, dann heizt er auf und dann habe ich meine dementsprechende Temperatur. Ich räuche ja hier mit so einem Raucherzeuger, nicht mit einem Sparbrand. Da kommt jetzt einmal die Düse rein. Das heißt, ich bohre das jetzt erst einmal zusammen kurz. Mein Gebläse. Kommt der Zwischenring drauf. Und dann schraube ich das hier ganz einfach. Die Rumversorgung für dieses Gebläse. Das kommt hier rein, Plus und Minus. Und dann kann ich das Gebläse hier dementsprechend nachher einstellen. So, jetzt mache ich einmal das will ich auch noch mal zeigen. Hier habe ich, hier unten kommt ja denn der Rauch raus. Hier habe ich so ein Blech, das lege ich davor, dass der Rauch nicht, wenn er erst nach unten und rechts und links dran vorbeizieht, sonst habe ich in der Mitte nachher nur, die sind schwarz und außen sind sie nicht geräuchert. Deswegen habe ich das, da das Blech liegen. Ja? Jetzt heiße ich praktisch diesen Heißrauchofen vor, dass der 80 Grad hat. Und dann mache ich erst die Späne an, sonst wird das Ganze nichts. Also, das muss 80 Grad haben. So. Ich tue ja richtig mit Hackspäne räuchern. Ja, das fülle ich jetzt einmal hinten auf. Noch ein bisschen. So, das reicht schon. Hier zum Beispiel mein Bratenthermometer liegen, das habe ich jetzt nur zur Kontrolle. Das heißt, er heizt ja jetzt, weil hier zeigt er mir an, ich habe 73 Grad, ne, bei 68 und 75 soll sich das schalten. Ja, jetzt habe ich 73 Grad. Das ist also eine gute Temperatur zum Heißräuchern. Ich hoffe, das kann man das so erkennen. Jawohl. So. Geht? Die Käsekreiner. So, und dann haben wir hier noch so ein paar. Jawohl. Ich hänge das. Das Stichthermometer ist nur als zusätzliche Kontrolle, damit man noch einen Überblick hat. Das mache, weil ich das mit dem Schaltgerät
mache ich erst seit einem Vierteljahr und ich tue ja nicht jeden Tag räuchern. Nur das ist so ein bisschen für mich als Sicherheit. So, und jetzt machen wir ganz einfach den Rauch an. Das heißt, ich mache das Gebläse an. Dann habe ich hier so einen Bunsenbrenner. So, dann wollen wir mal gucken, wie schön das rauchen kann. Seht ihr das? Wenn ich jetzt hier das Blech nicht habe, dann werden die untersten zu schwarz. Also lege ich dieses Blech hier hin, dann verteilt sich der Rauch. So, ich habe jetzt, weil ich aufgemacht habe, 63 Grad. Das heißt, das habe ich ja hier nur für mich zur Kontrolle nochmal. Ja? So. Und ich mache das ja auch immer so, dass ich die Würstchen ungefähr 10 Minuten nur in den Heißrauch tue, ohne Rauch, damit die von außen erstmal ein bisschen trocken werden. Damit auch der Rauch gut annimmt, weil sonst kriege ich nachher so unnötige Streifen, die ich nicht haben will. Und hier gucke ich nochmal. Hier 78 Grad. Das passt wunderbar. So, und hier hat er hier jetzt abgeschaltet. So, und dann könnt ihr mal sehen, wie schön mein Rauch. Da habe ich jetzt noch diesen Schornstein dran gebaut. Wie schön das sieht. Ja? Und mal an, wie sie geworden ist. Das weiß ich noch nicht, mein Schatz. Ich muss mir die erst angucken. Na, die sehen doch wohl klasse aus. Guckt euch das an. Wunderschön. Ein kleiner Moment noch. Wie ein Traum. Die Frankfurter sehen aus wie gemalt. Wie aus dem Bilderbuch. Guckt euch das an. Wunderschön. Guckt euch die Frankfurter an. Wie aus dem Bilderbuch. Wie aus dem Bilderbuch. Guckt euch die Frankfurter an. Wie aus dem Bilderbuch. Aus dem Bilderbuch. Hallo liebe Leute, jetzt nochmal euer Fleischer aus Leidenschaft. Das war jetzt wieder mal ein Video von mir. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr für mich Anregungen habt, Wünsche, was ich für eine Wurst machen soll, wie, ob ich euch das zeigen soll, wie ich die machen würde, mache ich gern. Gebt mir Info, sagt mir Bescheid.